So, dann denke ich, dann können wir starten. Herzlich willkommen zum Webinar zu Citation Style Language, kurz CSL. Mein Name ist Philipp Zumstein und ich sitze hier mit meinen Kollegen an der Universitätsbibliothek Mannheim. Kann man mich hören? Ich schon. Okay, gut, vielen Dank. Also Chat sehen Sie auch gleich und benutzen den auch, das ist gut, vielen Dank. Hauptbildschirm sehen Sie auch. Wir sind verbunden hier auch mit Sebastian Karcher von der Northwestern University. Er ist dort Politologe und langjähriger CSL-Entwickler. Vielen bekannt ist er wahrscheinlich auch als Adam Smith. Und hat schon unzähligen dort auch bei Zotero oder bei Zitierstilen allgemein weitergeholfen. Die Oberfläche sehen Sie hier auch. Chat ist, glaube ich, auch intuitiv klar. Sie können gerne jederzeit Ihre Fragen im Chat auch stellen. Und entweder können wir die direkt beantworten oder sammeln die dann einfach auch gerne. Wir haben das Mikro für die Teilnehmer deaktiviert momentan, daher benutzen Sie den Chat. Eine Sache ist auch, wir haben jetzt schon angefangen, wir werden das Webinar aufnehmen, sodass wir das Video dann auch im Anschluss, so wie Sie es hier auch das ganze Webinar sehen, dass wir das dann zur Verfügung stellen, ins Web stellen können. Das war's von meiner Seite. Dann gebe ich eigentlich schon gerne dann an Sebastian Karcher für die Präsentation von CSL und die Einführung und die ganzen Tipps, wie man da erstellt und arbeitet damit. Ja, guten Nachmittag allerseits. Erstmal natürlich vielen Dank an Philipp und Konstantin und die UW Mannheim fürs Organisieren. Und ja, ich sitze, wie erwähnt, in den USA. Das heißt, ich mache das normalerweise auf Englisch. Und wenn das also jetzt so ein bisschen Denglisch zwischendurch wird, dann ist das nicht mein Versuch, mich eine Karriere als Unternehmensberater zu empfehlen, sondern die Gewohnheit. Und bitte das dann entsprechend zu entschuldigen. Oben links in dem Webinarfenster ist unter Weblinks steht die Linkliste für das Webinar. Da habe ich ein paar Links, die praktisch sind, wenn ihr an die drankommt, zur Verfügung gestellt. Wenn ihr das also einfach aufmacht und wir benutzen die dann im Laufe des Webinars. Mein Vorschlag für Fragen wäre, wenn ihr Fragen zu dem habt, was ich gerade konkret mache, dann stellt die sofort. Wenn es mehr um allgemeine Fragen geht, gucken wir, dass wir am Ende noch 10 Minuten, 15 Minuten oder so Zeit haben. Was gibt es noch? Ach so, ja. Und die Idee ist, dass das Ganze so interaktiv wie möglich ist. Das heißt, ich versuche das so zu gestalten, dass ihr alle das gleichzeitig auf eurem Computer, sofern ihr eben an einem Computer seid, mitverfolgen und eben auch mitmachen könnt, weil so richtig lernen tut man es natürlich nur, wenn man sich, wenn man es eben auch ausprobiert. Und das ist die Idee von der ganzen Sache. Okay, Citation Style Language. Die Citation Style Language gibt es jetzt seit na, 9 Jahren fast und hat also angefangen, vor allem in Zotero, wo sie das erste Mal wirklich implementiert worden ist. 2007 war das, glaube ich. Und dann hat sie sich relativ schnell zu sowas wie einem neuen Industriestandard entwickelt. Also wenn man jetzt sieht, es haben in den letzten 5 Jahren sind ja unzählige neue Produkte rausgekommen. Also es hat angefangen mit Zotero und Mendeley, die relativ nah aneinander waren. Aber inzwischen ist das ja fast nicht mehr möglich, überhaupt braucht man ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Fast jeder, der jetzt neu ein Produkt rausbringt, macht das mit CSL. Das heißt, das, was ihr hier lernt, egal ob ihr jetzt Zotero verwendet, ob ihr Mendeley verwendet, ob ihr
eines der neuen Produkte verwendet. RefMe ist gerade zum Beispiel eine der neuen Sachen, die viele Leute gut finden, mit der Scanner-App, Books, alles CSS. Die einzigen Produkte, die keine CSS-Stile verwenden, sind Citavi, EndNote und RefWorks und dann natürlich alles, was irgendwie mit LaTeX zu tun hat. Gut, damit genug der Vorrede und dann gucken wir uns das doch mal an. Was wir heute verwenden, ist der grafische oder GUI, wie man auf Englisch sagt. CSL-Editor. Der Link ist hier ganz oben auf dieser Linkliste. Ist auch so leicht einzutippen. Und als erstes kommt man dann auf dieses About-Window, der so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ich würde jetzt als erstes gerne den eigentlichen Visual Editor vorführen, damit wir so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich CSL. Wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Okay, wenn ich jetzt auf diesen Visual Editor klicke, lädt der unterschiedliche Stile. Bei euch würde er wahrscheinlich einen anderen Stil laden. Und das sieht jetzt hier unheimlich kompliziert aus und vielleicht ein bisschen zu verwirrend für einen Anfang. Und deswegen wollen wir jetzt mal mit einem ganz, ganz simplifizierten CSL-Stil anfangen. Und ich habe den hier mal hochgeladen. Könnt ihr einfach aufmachen und der erscheint dann hier in so einem Fenster. Ihr seht, das Ganze ist ganz kurz von dem Computercode jetzt nicht verwirren lassen. Das kann man also einfach einmal das ganze Ding anwählen und kopieren. Könnt ihr euch auch runterladen. Und dann gibt es hier ein Window für den Code selber. Hier unten. Dann nehmen wir den, der jetzt da gerade drin ist. Machen den weg. Beschwert er sich natürlich und kopieren dann neuen Code da rein. Und jetzt sehe ich, das sind einfach nur die Titel hier. Und jetzt gucke ich mir das in unserem Visual Editor mal an. Okay. Hier links sieht doch schon mal deutlich einfacher aus. Gut. Jetzt also zu diesem Visual Editor. Der Visual Editor hat drei Hauptfelder, in denen ich arbeite. Ich habe hier auf der linken Seite die Struktur des Stiles abgebildet. Und CSL ist für die, die sich ein bisschen auskennen, ist eine XML-Sprache. Das heißt also, das besteht aus verschiedenen Knoten, die immer weiter miteinander vernestet sind. Und das ist hier genauso abgebildet. Und man hat also auf der obersten Ebene hat man die Informationen über den Stil, also wie der heißt, wer hat den gemacht und so Sachen. Und dann hat man die Informationen über, wie sehen Zitate im Text aus. Und dann hat man die Information, wie sieht die Bibliografie aus. Und dann unter dieser Bibliografie, da kann ich hier auf den kleinen Pfeil drücken. Das ist jetzt, wie gesagt, sehr einfach. Hat man das, was das Layout ist, also zum Beispiel für Zitate, da wäre dann zum Beispiel, würde ich hier sagen, mache ich da Klammern drumherum, mache ich da eckige Klammern drumherum, lauter so Sachen. Und dann habe ich da drunter das, was eigentlich wirklich gedruckt werden soll. Und das ist in dem Fall habe ich, und das sieht man ja ganz einfach, nur den Titel des jeweiligen Werkes. Das ist also hier auf der linken Seite. Und wie gesagt, für die, die sich ein bisschen auskennen, kann man das auch sehr gut in dem Code nachvollziehen, wenn man hier unten mal guckt. Wie gesagt, ich habe also den Stil selber und das ist dann immer genau, wie ich das gerade hierarchisch erklärt habe, ist das entsprechend eingerückt. Ich habe also hier den Info-Teil, ich habe den Citation-Teil und ich habe den Bibliografie-Teil und dann das Layout und die Variable. Wie gesagt, wir werden heute nicht mit dem Code arbeiten, aber für die, die es interessiert, ist das vielleicht hilfreich, den Hintergrund im Kopf zu haben oder je nach Fähigkeiten und Interesse dann damit später auch selber zu arbeiten. Das lässt sich hier für die, die es interessiert, auch live in dem Code machen. Und man muss also nicht den Visual Editor verwenden. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Gut. So, dann
Die zwei anderen wichtigsten Felder sind hier oben rechts. Da werden meine Zitate und Bibliografie, so wie sie im Moment erscheinen, angezeigt. Und wir werden nachher noch genauer sehen, wie praktisch das ist, dass ich auf einzelne Teile der Zitate klicken kann. Und dann bringt es mich hier links genau an die richtige Stelle. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, das ist jetzt nicht so beeindruckend, weil ich so einfache Zitate habe, aber das bringt mich dann genau hier zu dieser Variable, wo der Titel des Werkes eben angezeigt wird. Und dann habe ich hier unten, und ich mache das mal ein bisschen größer, habe ich hier unten das Fenster, in dem ich die Sachen tatsächlich verändere. Und da können wir jetzt also zum Beispiel unsere ersten Veränderungen schon mal anbringen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Titel kursiv haben wollen, nicht, habe ich diesen Titel hier oben schon ausgewählt. Und kann ich also einfach bei dem Text-Formatting kann ich auf das I für Italics klicken. Und ich sehe gleich, der Titel wird kursiv gedruckt. Ganz einfach. Kann ich genauso auch wieder wegmachen und kann dann Anführungsstriche drumherum machen. Ist also alles sehr einfach. Eine sehr praktische Sache ist, oder sehr häufige Sache ist, dass ich auch hier das, was wir Prefix und Suffix nennen, also was vor beziehungsweise nach, ich beantworte die Fragen gleich, ich sehe die im Übrigen. Also mit dem Prefix, da kann ich jetzt zum Beispiel einen Punkt nach dem Titel setzen. Und wir sehen auch vor dem Titel, Prefix, wollen wir also eher nicht, aber sieht jeder, wie das klappt. Oder ich kann eben vielleicht eher üblicher einen Punkt nach dem Titel setzen. Und der erscheint dann da gleich hier oben. Okay. Ja, also zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kommt man zu einem Stil, den man selber bearbeiten kann? Also das Erste, was ich erwähnen soll, ist, dass alles, was ihr hier macht, das passiert erstmal nur in diesem Visual Editor. Das heißt, ihr könnt also beliebig damit rumspielen und ihr könnt auf keine Art und Weise irgendwas kaputt machen. Und zweite ist, was ich gemacht habe, um mit diesem sehr einfachen Stil anzufangen, ist, ich habe, und Konstantin war so nett, den Link in den Chat gerade reinzustellen, ich habe also den Stil von hier, also von hier oben aus der ersten bis zur letzten Zeile kopiert und dann das, was in dem Code-Editor-Fenster war, dadurch ersetzt. Also ich habe dann das, was da gerade drin war, habe ich, das will ich jetzt nicht nochmal machen, habe ich gelöscht und dann das Neue eingefügt. Und dann war die Frage, gilt das nur für die Darstellung aller Titel oder der gerade angeklickten? Das ist eine sehr gute Frage und das können wir hier auch gleich sehen. Also die Frage ist, ne, ich habe ja jetzt irgendwie hier Anführungsstriche rumgemacht und einen Punkt gemacht, aber wenn wir hier unten für die Bibliografie gucken, hat das überhaupt nicht beeinflusst. Es ist also in der Tat so, dass das nur die Sachen, die gerade angeklickt sind, beeinflusst mit gewissen Einschränkungen. Man kann natürlich den gleichen, und darüber reden wir nachher noch ein bisschen, den gleichen Code-Bestandteil kann man mehrfach verwenden und dann verwendet er ihn auch an mehreren Stellen. Aber jetzt so, wie wir das gemacht haben, ist es also in der Tat so, dass das, was ich hier verändere, nur den Titel, den ich gerade angeklickt habe, verändere. Und wenn ich jetzt hier unten den Titel anklicke, könnte ich also zum Beispiel in der Bibliografie, das ist natürlich irgendwie Unsinn für einen wirklichen Tierstil, aber könnte ich das also in der Bibliografie kursiv drücken. Okay? Gut.
Ja, dann gucken wir doch mal, was wir noch so machen wollen. Das ist ja jetzt so ein bisschen unbefriedigend, was wir hier als Zitierstil haben, was mit nur dem Titel. Und wenn wir also was zu dem Zitierstil noch dazufügen wollen, verwenden wir auf die Ebene, in der wir das zufügen wollen. Im Moment sind wir quasi auf der obersten Ebene. Wir wollen das also auf der Layout-Ebene hier dazufügen. Das ist also dieses Spiel zwischen irgendwie der linken Seite, der die Struktur des Stils feststellt, wo ich dann immer neue Sachen hinzufüge. Und jetzt will ich also zum Beispiel mal, sagen wir, ein Datum noch zu meinem, nee, ein gucke ich, dass ich vielleicht ein Journal Title noch dazufüge. Ich will also wissen, in welchem Fachjournal, falls das zutrifft, das erschienen ist. Ich klicke also hier auf das Plus für Add Note. Ganz schön kompliziert. Das sind jetzt die verschiedenen Sachen, die ich auf dieser Ebene hinzufügen kann. Und die wichtigsten davon, die wir am meisten benutzen werden, sind Text, Conditional, Date und Names. Und das sind die, über die ich jetzt erstmal rede. Und Text ist das Einfache. Das ist also Text ist, ich will irgendwas Einfaches hinschreiben. Klicke ich also auf Text. Und jetzt erscheint das hier, sehe ich aber noch nichts hier. Und jetzt muss ich also genau wissen, was will ich denn eigentlich hier hinschreiben. Und dann gibt es also verschiedene Sachen. Ich kann diese Makros, über die wir reden, wir nachher kurz, die sind so ein bisschen fortgeschritten. Und dann gibt es drei verschiedene Kategorien, die recht leicht zu verstehen sind. Die Variables sind das, was wir jetzt verwenden. Das sind also die Sachen, die ich aus meinen biografischen Daten, aus meinem Referenzmanager, aus meiner Literaturverwaltung verwende. Das ist also vielleicht das Häufigste und das ist, was wir jetzt gleich auch für unseren Journal Title verwenden. Dann gibt es den Term. Das sind Sachen, die wir in CSL festgelegt haben mit bestimmten Begriffen. Also das könnten so Sachen wie Edition oder so sein, wo man also dann wirklich Edition explizit in den Zitierstil schreiben will. Und Value wäre tatsächlich, wenn man selber eine Textbestandteil hinzufügen will. Das sollte man so wenig wie möglich verwenden. Also gucken wir uns mal das mit der Variable an. Jetzt sehen wir schon, hier ist ganz viel erschienen. Was ist passiert? Die Variable, die das automatisch auswählt, ist der Abstract und die ist natürlich so ein bisschen lang. Und das Schöne ist, ich muss jetzt diesen ganzen Namen von den Variablen, die muss ich nicht auswendig wissen, sondern er gibt mir diese Variablen hier mit Namen an. Das ist jetzt ein bisschen schwierig und ich sage da gleich noch mehr dazu, weil ich nicht weiß oder weil ich schon weiß, aber viele von euch vielleicht nicht wissen, welche Variablen und was ist. Und ich sage jetzt einfach mal, dass für die Journal Titles wäre das der Container Title. Ne? Das macht intuitiv so ein bisschen Sinn. Das Journal ist der Container, in dem der Artikel erscheint. Und dann füge ich den hier zu. Und dann haben wir jetzt also in der Bibliografie den Journal Title hier hinzugefügt. Und wir sehen, dass das jetzt nur für das erste und nicht für das zweite ist. Und das ist der einfache Grund, dass das erste ein Artikel ist und das zweite ist ein Buch. Das hat also keinen solchen Journal Title. Ich zeig gleich auch noch, wie man sich da verschiedene Beispielzitate angucken kann. Aber bleiben wir jetzt erstmal noch bei unserem eingefügten Journal Title. Er ist jetzt da so an den Bibliografietitel so dran gequetscht. Das ist natürlich nicht so schön. Und dann machen wir genau das, was ich vorhin gezeigt habe. Wir machen uns diese Affixe zunutze und können also jetzt in diesem Prefix-Feld, ne, ich habe also jetzt hier den Journal-Artikel, man sieht das auch schön, der ist in blau ausgewählt und in dem Affix-Feld dafür, in dem Prefix-Feld dafür mache ich also zum Beispiel einen Punkt und einen Space. Der Space ist natürlich wichtig, sonst sieht das wieder so ein bisschen gequetscht aus. Und jetzt sieht das doch schon so ein bisschen mehr wie ein Zitat aus.
Ich zeige gerade hier für die Example Citations. Die kann man hier oben rechts aus einer Liste auswählen. Und ich habe jetzt also hier an der Citation 1 ist das dieser Journal-Artikel. Und da kann man auch zum Beispiel gucken, dass man sich das anzeigt, als ob man wie wenn man eine bestimmte Seiten Spanne zitieren will, haben wir jetzt überhaupt noch nicht im Stil, würde also nicht anders aussehen. Und da könnte ich also jetzt zum Beispiel noch einen zweiten Journal-Artikel oder zum Beispiel ein Buchkapitel, ist vielleicht ganz interessant, noch hinzufügen. Man sieht ja schon, im Hintergrund hat sich da was geändert. Und da sind also jetzt zwei Sachen. Ich habe jetzt auch diesen Buchtitel da angegeben. Und ja, die zweite, dieses Shaping the Body Politic ist dann entsprechend in der Citation, in der Citation 2 angewählt. Und da könnte ich auch noch was hinzufügen oder ich könnte das Ganze löschen, damit ich das nicht im Weg habe. Lauter so Sachen. Okay. Gut. Interessant auch, und das ist ganz gut zu wissen, ist, dass jetzt, obwohl dieses Buchkapitel natürlich kein wissenschaftliches Journal, aber trotzdem ist der Titel hier erschienen. Und dieser Container-Title ist also eine Variable, die ein bisschen unterschiedliche Sachen für verschiedene bibliografische Typen bedeutet. Und es ist also immer das Werk, in dem ein Artikel erscheint. Also für den Journal-Artikel ist es eben das Journal und für das Buchkapitel ist es entsprechend das Buch, in dem der Artikel erscheint. Gut. So richtig wie einem Zitat sieht das Ganze natürlich immer noch nicht aus. Und wir können jetzt vielleicht mal gucken, dass wir noch eine Jahreszahl, weil wir meistens dabei haben. Okay. Gleiches Prinzip. Wir gehen hier wieder auf die oberste Ebene. Und ich arbeite jetzt gerade komplett auch in der Bibliografie, aber das grundsätzliche Prinzip funktioniert ähnlich auch für die Zitation. Also gleiches Prinzip. Ich gehe wieder auf die oberste Ebene. Und jetzt Jahreszahl ist natürlich recht einleuchtend. Das ist also ein Date, ein Datum. Und das sieht ja auch schon mal ganz gut aus. Das ist hier direkt erschienen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das einzugeben. Aber das Einfachste ist einfach hier zu gucken, welchem Format will ich das Datum, also welche Bestandteile von dem Datum will ich haben. Und ich kann also das ganze Datum, das nur Monat und Jahr oder nur das Jahr. Und meistens will ich ja in so Fällen nur das Jahr haben. Und das sieht doch schon mal ganz prima aus. Haben wir hier das Jahr drin. Okay. Jetzt will ich aber das Jahr vielleicht an einer anderen Stelle haben. Auch das ist ganz leicht. Und die Struktur, wie gesagt, wie gesagt, auf der anderen Seite, auf der linken Seite kann ich einfach hier nehmen und rumschieben. Ja, also jetzt zum Beispiel wäre das am Anfang und jetzt wäre das nach dem Titel. So. Und ja, jetzt ist es verschoben. Ist also ganz einfach. Und dann wieder gucken, dass das nicht irgendwie ohne Zwischenraum hier ist. Und diesmal machen wir das vielleicht mit einem Komma. Oder wir können auch, das ist ja oft irgendwie mit einem Jahr, wird das in Klammern gesetzt. Ich habe also hier ein Leerzeichen und die Klammer auf und dann die Klammer zu gesetzt. Hier ist jetzt ein Leerzeichen zu viel geworden. Und ja, sieht ja schon mal ganz brauchbar aus. Ja, dann
wäre eigentlich die nächste Sache, ist auch gleich die Frage, die im Chat gerade gekommen ist. Wie kann ich verschiedene Sachen, wie kann ich verschiedene Sachen unterscheiden? Also wie kann ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist ja häufig so, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel ein Buch habe oder so, dann will ich das kursiv haben, und sonst will ich den Titel aber in Anführungszeichen haben. Und dafür verwende ich dieses Element, das sich Conditional nennt. Die Conditionals sind ein bisschen kompliziert in dem Sinne, dass sie eine Reihe von Unterstrukturen haben, aber von der Funktionsweise dafür sehr einfach zu erklären. Ich füge also dieses Conditional jetzt hier mal ein. Und jetzt sehe ich, passiert hier gar nichts, aber dafür gibt er mir eine Bedienungsanleitung. Und jetzt kann ich also, muss ich hier also nochmal eine Unterbedingung. Und die erste Unterbedingung von dem Conditional ist immer dieses if, ne, also das wenn. Und dann ist das hier sehr einfach gemacht. Also if any of the following conditions are met. Wenn der Dokumenttyp also, sage ich jetzt mal, ein Buch ist, dann muss ich ihm gleich sagen, was soll er da machen, ne? Und da könnte ich jetzt also noch mehrere Bedingungen einfügen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, wenn der Dokument ein Buch ist, und das ist dieses any, das sind also jetzt, wer sich Bullshit ausdrückt, sind das oder all conditions, oder sage ich mal, wenn das ein Report ist. So. Und dann müssen wir sagen, okay, wenn dann was? Und dann sagen wir jetzt mal, tun wir jetzt diese Titelvariable. Nehmen wir jetzt aus hier oben aus unserer Struktur, und das ist jetzt eine der schönen Sachen an dem Visual Editor, ich kann die hier draufziehen. So, und was ist jetzt passiert? Aus den beiden Sachen, wo ich den Buchtitel, wo ich den Titel in dieses if genommen habe, ist der die beiden Sachen, die keine Bücher sind, da ist der verschwunden, ja. Ich sage ja, ich drucke den nur, wenn das ein Buch oder ein Report ist. Und bei dem Buch ist der an der entsprechenden Stelle erschienen. Und dieses Conditional kann ich auch genau wie mit den anderen Bestandteilen auch, kann ich jetzt als Ganzes wieder verschieben. Also wenn ich das gerne wieder am Anfang haben will, schiebe ich das. Das ist leider ein bisschen fisselig hier immer, schiebe ich das hier rum und jetzt habe ich den Buchtitel also wieder am Anfang. So, aber jetzt ist das natürlich irgendwie so ein bisschen schade, dass ich den Titel für mein Kapitel und für mein Artikel verloren habe. Und deswegen mache ich jetzt noch einen zweiten Node dazu. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeiten, ein else-if zu machen. Das else-if, wer sich ein bisschen mit Programmieren auskennt, ist immer eine weitere Bedingung, für die ich dann konkrete Bedingungen stelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wollte, in Journal, in Zeitschriftenartikel macht dann noch was. Und das else ist in allen anderen Fällen. Das ist also, wenn ich solche Conditionals mache, ist es oft gut, ein else zu haben, damit ich sozusagen als Kategorie, falls alles andere nicht zutrifft, dass ich auf jeden Fall einen Titel kriege. Ich mache das jetzt also mit dem else hier. Und wie auch vorher, das else alleine tut nichts. Und dann müsste ich also hier nochmal einen neuen Knoten einfügen. Das haben wir jetzt schon gesehen. Ich klicke auf Text. Ich will wieder die Variable haben. Ich will wieder, und ich will jetzt aber den Titel haben. So, und jetzt setzen wir den vielleicht mal in Anführungsstrich. So, ihr habt jetzt
vielleicht gesehen, dass die, wenn ich jetzt Sachen hier geändert haben, dass die Zwischenräume hier relativ stabil geblieben ist. Das sieht also halbwegs vernünftig aus. Und der Grund dafür ist, dass ich die, das ist eine der Sachen, auf die ich versuche zu achten, dass ich die konsequent alle in die Prefix-Felder reingeschrieben habe. Und das heißt also, ich sage immer, vor dem Jahr ist ein Zwischenraum und das Jahr ist in Klammern. Vor dem Container-Title, also vor dem ist ein Punkt und dann ein Zwischenraum. Und dadurch, dass ich das konsequent an einer Stelle habe und nicht irgendwie zwischen Suffix und Präfix hin und her springe, ist das relativ stabil und sieht gleich vernünftig aus, auch wenn ich irgendwie noch neue Sachen oder wenn ich andere Sachen an die Stelle einfüge. Gut. Die Frage ist, warum eher Präfix als Suffix? Es ist letztlich stabiler und die Vorstellung, also es ist kein großer Unterschied. Wenn man unbedingt, wenn man viel lieber mit dem Suffix arbeitet, geht das auch. Aber das Präfix hat den Vorteil, ich weiß nicht, ich habe das schon so lange so gemacht, weil ich es ausprobiert habe. Das Präfix hat den Vorteil, dass wenn ich neue Sachen hinzuschreibe, dass, glaube ich, eins stabiler ist. Und das für die Logik ist es mir leider zu früh am Morgen. Müsstet ihr also selber ausprobieren. Der Unterschied ist nicht groß. Wichtiger als jetzt Präfix oder Suffix ist es, konsistent zu machen. Und das, ja. Und besonders geht es dabei um die Zwischenräume. Ich will also nicht Zwischenräume in einem Präfix und einem Suffix mischen, weil dann nämlich das Folgende passiert. Ich kann jetzt hier, also jetzt wird das praktischer mit dem Klicken zum Beispiel. Jetzt kann ich hier also draufklicken und das bringt mich hier zum Datum. Ich habe, wenn ich jetzt also hier zum Beispiel einen Punkt dahinter mache, da ist CSL noch klug, zwei Punkte hintereinander macht es weg. Aber wenn ich jetzt hier noch einen Zwischenraum da reinmache, sehe ich also diesen unglücklichen Fall, dass ich genau wie Dorothea gerade sagt, diese doppelte Interpunktion habe, die natürlich sehr schlecht ist. Und wenn ich da also konsistent bin, passiert mir das nicht. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, diese Zwischenräume zu regeln, die noch eins stabiler sind. Und ich hoffe, da komme ich dazu. Ich will nie nur nicht zu viel auf einmal einführen, damit ich Leute nicht verwirre. Aber ja, das ist so. Genau, und das wären diese Gruppen, die Philipp gerade anspricht. Und dann kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Gut. Das Letzte, was ich jetzt noch brauche für eine halbwegs ordentliche Zitat, wäre also ein Autorin oder ein Autor. Und die grundsätzliche Sache kennt ihr ja jetzt schon. Irgendwie, ich gehe auf den obersten Level. Ich drücke auf Plus. Und jetzt Autoren sind Namen, das ist erstmal ziemlich einleuchtend. So, und das sorry. Und die Namen sind jetzt ein bisschen kompliziertes Konstrukt. Da muss ich erstmal immer dieses gesamte Namenselement einfügen. Und das erste, was ich dann einfüge, ist das Unterelement Name, wo dann tatsächlich das der Autor kommt. Und wo ist mein Autor? Das ist doch hier. Sorry. Na,
Ich Philipp, glaube, hilf du mir musst noch gerade. bei Names unten bei der Variable musst du irgendwas beim Plus eingeben, oder? Da war's, genau. Also, bei den Names wähle ich jetzt den Sorte des Autors aus. Und das ist also normalerweise hier würde ich jetzt den Autor haben. Genau. Und dann kann ich zu diesem Name-Element gehen und da kann ich dann Einzelheiten bestimmen. Also zum Beispiel, gucken wir uns jetzt mal an, was, was wir machen wollen. Also wir haben hier also jetzt die Autoren in der Form, in ihrer Standardform. Und haben also erster Name, Vorname, Nachname. Und hier sind das nur die Initialien, weil die dann nicht anders in den Daten vorliegen. Hier sind das, und es sind immer alle Autoren. Jetzt gucken wir uns mal ein paar verschiedene Sachen an. Das erste ist, dass wir ja oft in der Bibliografie, wollen wir die Autoren, in alphabetischer Ordnung haben. Ihr seht jetzt hier diese ganzen Optionen hier, die ein bisschen verwirrend sind an der linken Seite vielleicht. Und eine der schönen Sachen hier in dem Visual Editor ist, dass wenn ich hier mit der Maus über so eine Option, über so eine Option drüber gehe, erklärt ihr mir, was die macht. Und das ist also diese Name as Sort Order Option ist also, wie sollen die Namen dargestellt werden? Also in ihrer natürlichen Form oder Nachname zuerst oder Nachname zuerst nur für den ersten Autor und dann in ihrer natürlichen Form. Ich mache das jetzt mal für alle. Und jetzt sieht man hier gleich, die sind jetzt also in der richtigen Ordnung. Ich nehme jetzt mal meinen ganzen Namenknoten hier auf und setze den hier ganz am Anfang. Ja, das hat nicht geklappt. So, jetzt sind die Namen auch da, wo sie hingehören. Gut. Was könnten wir noch mit den Namen machen? Vielleicht wollen wir zum Beispiel die Vornamen nicht komplett haben, sondern wir wollen die nur die Initialien haben und vielleicht die Initialien mit einem Punkt. Dann gehe ich auf dieses Initialize With. Muss ich dann erst auf Enable drücken und kann dann wo auch immer ich mit die Initialien machen will. Was noch praktisch ist, und das kann ich an mehreren Stellen machen, wäre, weil wir haben jetzt also dieses Monster, das ist irgendwie so ein Teilchenphysikartikel oder sowas. Diese Monster-Autorinnen-Autorenliste hier oben. Und da könnte ich also jetzt zum Beispiel die et al. Bedingungen setzen. Die et als sind also, haben immer zwei Bestandteile. Das erste ist et al. Min. Ab wie vielen Autoren fange ich an, et al. Zu setzen? Und in Bibliografien gibt es da alle möglichen Regeln. Ich nehme jetzt mal an 7. Das heißt, bis zu 6 Autoren werden komplett aufgelistet. Und wenn ich 7 habe, passiert dann das, was ich in den et al. Use First hier angebe. Und jetzt der Default geht also zu 1. Das heißt also, wenn ich bis zu 6 Autoren habe, werden die komplett aufgelistet. Und ab dem siebten Autor, ab 7 Autoren, wird aber nur der erste oder die erste und dann et al. Angezeigt. Und das kann ich natürlich beliebig verändern. Also wenn die ersten 5 gezeigt haben will, kann ich das auch machen und so weiter. Ich sage das kurz, dieses et al. Min, das kann ich an verschiedenen Stellen setzen. Und wir sehen das lieber, wenn ich das nicht hier mache. Ich kann also, wenn ich diese Variablen wieder leer haben will, kann ich hier immer auf das oberste Feld klicken. Wenn ich das nicht hier mache, sondern ich kann das auch als Eigenschaft der ganzen Bibliografie auswählen.
Und das funktioniert also dann, indem ich hier auf Bibliografie klicke. Und dann ist es aber genau das gleiche Prinzip. 7 und 5 und dann sieht das halbwegs vernünftig aus. So, Matti wollte jetzt, dass ich noch irgendwie Affixe für die Autoren setze. Was ja vielleicht praktisch wäre, wäre, wenn wir sagen, ich will zwischen Autoren und Titel immer ein, sagen wir, ein Doppelpunkt und ein Leerzeichen haben. Und da können wir jetzt mal diese andere Funktion verwenden, die Philipp vorher schon angesprochen hat, und zwar sind das die Gruppen. Und Gruppen haben eine ganze Reihe praktischer Eigenschaften, aber was besonders schön an den Gruppen ist, ich kann also verschiedene Elemente in eine Gruppe untergruppieren und kann dann einen sogenannten Delimiter setzen, also eine Zeichenfolge, die zwischen allen vorhandenen Elementen dieser Gruppe auftritt, aber nicht in Form eines Affixes. Und das hat also zum Beispiel den Vorteil, wenn man sich sowas vorstellt, und das kommt oft vor, zum Beispiel den Verlag und den Publikationsort, den sieht man ja fast immer mit einem Doppelpunkt verbunden. Aber diesen Doppelpunkt will ich weder nach dem Verlag noch oder nach dem, normalerweise der, nach dem Ort noch vor dem Verlag haben, wenn eines von den beiden fehlt. Das ist eine dieser netten Sachen für die Gruppe. Und die Gruppe ist jetzt wieder auf dem obersten Level. Letztlich also so eine Gruppe. Wo da ist jetzt noch nichts drin. Tu die hier mal an Anfang. Passiert immer noch nichts. Und jetzt nehme ich zuerst meine Namen, meine Autoren, setze die in die Gruppe und dann nehme ich dieses Conditional da, das müssen wir jetzt wissen, sich daran erinnern, das waren unsere Titel. So, jetzt hat sich erstmal noch gar nichts geändert, ne? Das sieht genauso aus wie vorher, aber jetzt kann ich eben mit dieser Gruppe rumspielen. Und wir sehen jetzt hier unter den Affixes habe ich dieses zusätzliche Feld Delimiter. Und da kann ich jetzt eben hingehen und diesen Doppelpunkt Leerzeichen zum Beispiel eingeben. Und der setzt das dann zwischen alle Elemente in der Gruppe. Und ich kann jetzt, um diese Funktionsweise noch zu verdeutlichen, könnte ich also zum Beispiel, und ich mache das jetzt gleich rückgängig, aber könnte ich das Datum hier auch noch dazu setzen. Und dann ist also dieses Doppelpunkt Leerzeichen auch gleich vor das nächste Element noch mit dabei. Das sind jetzt so ein bisschen viel Doppelpunkte und deswegen gucke ich mal, dass ich das Datum da wieder rauskriege. Aber von der Funktionsweise funktioniert das so. So, nochmal zurück zu den Autoren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, und ich glaube, ich habe hier ein ganz nettes Beispiel, das ich mir anzeigen kann, und das muss man leider hier so ein bisschen wissen. Wir sehen nachher die Details zu den Sachen, können wir uns auch angucken, zu diesen Werten, die hier angeboten werden. Aber ich weiß jetzt, weil ich hiermit gearbeitet habe, dass dieses Beyond Varieties of Capitalism Buch ist ein editiertes Buch, also ein herausgegebenes. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, wird mir das angezeigt. Das ist also sehr unbefriedigend, weil meine Autorenliste fehlt. Und was ich dann verwende, ist ein Element, das Substitute heißt. Was heißt Substitute genau? Substitute heißt, wenn ich den bevorzugte Sorte Namen, in dem Fall also die Autorenliste nicht habe für ein Werk, ein herausgebendes Buch, hat auf dem Level des Buchs selber keine Autorenliste, dann habe ich Kategorien, auf die ich zurückfalle.
Und jetzt muss ich eben die entsprechenden Kategorien auswählen. Und da will ich jetzt eine andere Sorte Namen haben. Also ich habe jetzt erst Substitute und dann habe ich wieder Names. Dann muss ich hier das wieder die Namen zulassen, also Enable auf das Plus drücken. Jetzt zurückfallen will ich erstmal auf Editors. Sieht man gleich erscheinen hier. Super. Ein Problem habe ich aber noch. Das ist die letzte Sache, die ich für die Autoren zeige. Normalerweise will ich ja nicht, dass diese Herausgeberliste so aussieht, als ob sie das Buch selber komplett geschrieben haben, weil dann sind die Autoren von den einzelnen Kapiteln so ein bisschen beleidigt. Und das mache ich mit etwas wieder auf dieser Liste von den Names. Das Names ist am Anfang so ein bisschen verwirrend. Also auf der Liste von auf der Ebene von den Names füge ich ein Label hinzu, nämlich das Label für Herausgeber oder Editors geben. Das sollte jetzt direkt hier unter dem Namen stehen. So. Und jetzt sehe ich hier schon, Editors steht hier schon. Will ich jetzt normalerweise vielleicht ein Komma davor haben und dann kann ich das Label entsprechend anpassen. Also ich könnte das zum Beispiel die Kurzversion von nehmen oder alle möglichen anderen Formen. Also die Verb Short ist, wenn man das davor setzt, also editiert von und so weiter. Plural Contextual ist normalerweise eigentlich immer gesetzt. Das heißt, dass sich, ob diese Variable im Singular, also in dem Fall ED-Punkt oder im Plural davon abhängt, ob ich einen oder mehrere Elemente, also auch Herausgeber drin, in dem Fall habe. So, und jetzt haben wir also uns so ein Gerüst-Zitierstil erstmal gebastelt. Ich mache jetzt noch eine kurze Pause für Fragen. Und worauf ich als nächstes dann zu sprechen komme, ist, dass wir normalerweise uns ja nicht gar nicht damit anfangen wollen, von null auf so einen Stil zu bauen, sondern bestehende Stile zu editieren. Aber ja, Fragen. Ich sammle mal einen Moment. Ich habe also die Frage nach der Sprachabhängigkeit. Ich fürchte, die ist hier nicht eingebaut, aber das muss ich gucken. Das ist super. Die Sprachabhängigkeit. Also eine von den schönen Sachen an CSL, und das ist ja was, was wir mit so Open Source Produkten oft sehr gut hinkriegen, ist, dass CSL sehr vielsprachig ist. Also ich habe diese Labels und Terms hatte ich ja vorher erwähnt oder so, die stehen eben nicht nur auf Englisch zur Verfügung, sondern auf irgendwo so in der Größenordnung von 45 verschiedenen Sprachen, die wir zur Verfügung haben. Und wenn ich also jetzt nicht Editors hier stehen haben will, sondern zum Beispiel die Abkürzung für Herausgeber, kann ich in dem Zitierstil, indem ich auf die Global Formatting Options klicke, kann ich ein Lokal, also eine, ja, ein Lokal festlegen. Und diese Lokale werden festgelegt mit den zwei Buchstaben Bezeichnungen, ISO-Standardbezeichnungen, also zum Beispiel DE, das macht er jetzt nicht, DE ist also für Deutschland im Allgemeinen, und ich kann dann auch noch unterscheiden, da gibt es wenig Unterschiede, aber kann dann die entsprechenden Unterdialekte, also das ist DE für Deutschland. Ja, man könnte also jetzt auch AT und ich glaube CH angeben, aber ich glaube, die sind so gut wie kein Unterschied. Ich glaube, er macht die österreichischen
Er macht die österreichischen Monate. Also das ist dann, wenn man die Monate einfügt, Jänner und nicht Januar, wenn man die österreichische Version verwendet. Und ja, geht natürlich mit allen möglichen Sprachen. Ich weiß die Kürze nicht von so vielen auswendig, aber irgendwie Französisch ist noch ein leichtes. Und so weiter. Wie das genau in den jeweiligen Literaturverwaltungen funktioniert, variiert ein bisschen. Also in Zotero ist es zum Beispiel so, dass man, wenn kein Default-Lokal gesetzt ist, kann man in dem Add-on für Word und LibreOffice kann man dann auswählen, welche Sprache man verwenden will für den Zitierstil. Das könnt ihr also zum Beispiel bei Zitierstilen wie Chicago oder APA, die von uns aus kein Default-Lokal haben, könnt ihr das ausprobieren. In Mendeley ist das auch auswählbar, aber da kann man das auch auswählen für Stile, die ein solches Default-Lokal haben. Das kann man also ja über Override, was auch immer das auf Deutsch ist. Das kann man also dazu zwingen letztlich. Ja, genau, das kann man also überschreiben dann in dem Programm. War das ungefähr deine Frage? Matti war, glaube ich, ne? Der es gefragt hätte. Und zurück auf Englisch. Gut. So. Als der dieses Visual Editor entworfen worden ist, das hat Mendeley zusammen mit der Columbia University vor ein paar Jahren gemacht, war eine der Ideen, dass man eben genau das, was wir jetzt gemacht haben, so wenig wie möglich machen will, weil das ist ja schon irgendwie, selbst für so eine sehr simple Sache ist das so ein bisschen mühselig, immer von vorne anzufangen, und relativ ähnlich sind ja so Zitierstile schon. Und deshalb macht es ja mehr Sinn, dass man mit was anfängt, was man kennt und was vielleicht so ähnlich ist, und das dann editiert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich weiß also schon, welcher Zitierstil ist so ähnlich wie das, was ich haben will. Und ein Beispiel, das jetzt also oft irgendwie vorgekommen ist, dass also nicht alle Leute glücklich damit sind, dass wir hier bei diesem APA-Stil jetzt die DOI, also diesen Digital Object Identifier als URL angeben. Jetzt will ich also das wieder in das alte Format, viele von euch kennen das vielleicht, wo dann einfach DOI davor steht, umwandeln. Jetzt eine Warnung: Sobald ich hier jetzt auf Edit drücke, geht unsere Arbeit an dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Das ist jetzt im Moment noch gespeichert. Und wenn ich das also jetzt speichern will, wenn ich mir da jetzt was dran liegt, muss ich hier auf Style, Save Style gehen. Und das ist Flash-abhängig aus irgendeinem Grund, den ich von der Programmierung her nicht verstehe. Und da stehen dann auch die Anweisungen, wie man das in das jeweilige Programm ein fügt, aber jetzt einfach zum Abspeichern kann ich hier einfach auf diesen Save to Disk Knopf drücken, und dann lässt es mich das hier abspeichern. Gut, jetzt also abgespeichert, kann ich hierhin zurück. Gut, also jetzt will ich also diesen bestehenden APA-Stil editieren. Den muss ich jetzt gar nicht suchen. Ich kann aber natürlich auch nach dem Namen vom Stil, den ich kennen will, den ich kenne, suchen. Also wenn ich also zum Beispiel diese Chicago Manual of Styles Sachen haben wollte, könnte ich die so suchen. So. Natürlich sehr viel komplizierter, was ich hier auf der linken Seite sehe.
Aber ich habe ja diese nette Eigenschaft, dass ich hier auf so ein Element einfach draufdrücken kann. So. Und jetzt kann ich mir das hier angucken. Und das kennen wir ja schon, ne? Dass das Prefix ist also gesetzt als der Anfang von dieser URL. Und da kann ich also jetzt ganz einfach statt der URL-Version die alte Version einsetzen. Ich weiß nicht, ob die mit oder ohne Leerzeichen haben, habe ich vergessen, was die da haben wollten. Und bin dann fertig. Und dann wäre eine Warnung noch, dann wäre eine Warnung noch, dass ich oft, wenn ich so einen Stil jetzt nehme, und ich glaube, der warnt mich auch, wenn ich den jetzt gleich abspeichere, dass der schon besteht, dass ich dann die ursprüngliche Version in meiner Literaturverwaltung, dass ich die überschreibe. Und deswegen ist es eine gute Idee, hier sowas irgendwas in den Titel. Kann keine deutsche Rechtschreibung mehr. Ein, zwei L, egal. Das eine der schönen Sachen, die der jetzt hier macht, wenn ich den abspeichere, ist, dass er das automatisch die anderen Bestandteile, also das ist jetzt ID und Link und lauter so Sachen, müsst ihr gar nicht unbedingt wissen, die wandelt er automatisch in das Standardformat, um dass wir dann auch für echte CSS-Stile, die wir auf unserem Repository haben, verwenden. Und gleiche Geschichte kann ich also abspeichern und den Stil könnte ich jetzt entsprechend sofort ganz einfach in Zotero und in Mendeley und so weiter verwenden. So, die Frage von MLetch, die angezeigten Daten sind in der Tat Bestandteil von dieser Seite. Also ich habe hier, und die können wir uns jetzt hier auch einmal angucken. Und das sind, wie versprochen, können wir uns diese Daten, die hier drin sind, sind die, die hier auf der linken Seite unter Example Reference angezeigt werden. Wenn ich unbedingt will, gibt es Möglichkeiten in dem Visual Editor, nicht in diesem Search by Example, das ich jetzt zeige, aber gibt es Möglichkeiten in dem Visual Editor auch eigene Daten hinzuzufügen. Ich weiß nur, wie das mit Zotero geht, weil die in einem Format sein müssen, die ich nicht weiß, wie ich die aus den anderen Literaturverwaltungen rauskriege. Wer also, ich zeige das nur ganz schnell, wenn also jemand ein Herzensinteresse dran hat, kann man hier also als Citation One und dann Under Advanced kann man die im CSL JSON Format hier eingeben und dann muss man irgendwie schaffen und dann add new references und Zotero kann dieses CSL JSON Format exportieren. Ich glaube nicht, dass das mit Mendeley geht. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Und dann könnte man also seine eigenen Daten für in diesem Visual Editor verwenden. Wie gesagt, das funktioniert nicht für die Search by Example Funktion, die ich jetzt als nächstes vorführe. So, also jetzt als erstes können wir hier einmal durchklicken. Das sind also die ganz komplette Liste an Beispieldaten, die der Visual Editor kann. Ich habe also Journalartikel, Webseiten, verschiedene Journalartikel mit verschiedenen Eigenschaften, Patent, Buch haben wir vorhin mitgearbeitet, das Kapitel haben wir vorhin mitgearbeitet, noch ein Buch, noch ein Buch, das ist das editierte Buch. Und da sieht man jetzt auch die Editor. Und hier sind die entsprechenden Felder komplett. Das sind also alle Felder, alle Daten, die wir hier haben, angegeben. Zeitungsartikel und noch ein Journalartikel.
ein Buch mit einem Autorherausgeber und Übersetzern, einen Report und dann sind wir wieder am Anfang. Und jetzt habe ich ja auch den Fall, ich habe einen Zitierstil, ich weiß, wie der aussieht, aber ich habe keine Ahnung, welcher Zitierstil den ähnlich ist. Und das ist eigentlich eine der schönsten Funktionen, die dieser Visual Editor eingebaut hat. Und ich habe mir also jetzt hier, und das ist ein Beispiel, das ist ein Zitierstil, den jemand wirklich haben wollte. Das ist also, ich kenne das Journal nicht, aber das ist Biosociety. Es gibt es also im Moment noch keinen Zitierstil von. Das würde man natürlich zuerst gucken. Und jetzt wollen wir gucken, welcher Zitierstil ist denn ähnlich? So, und meine Empfehlung ist, dass eine der aussagekräftigsten Kategorien ist oft das Buchkapitel, aber ich könnte jetzt auch den Zeitschriftenartikel nehmen. Diese Referenzliste, also diese Beispiel, wer das nachverfolgen will, die ist aus der Linkliste, ist der unterste Link in der Linkliste, also wer das mitverfolgen will. Nun gucke ich mir also hier an, wie ist dieses Buchkapitel formatiert. So. Und jetzt ist die Sache, die am öftesten missverstanden wird. Was leider nicht geht, was zwar sehr schön wäre, aber was nicht geht, ist, dass ich das jetzt einfach hier in die Bibliografie hier reinkopiere. Wenn ich das mache, dann, ich habe jetzt hier auf Search gedrückt, der braucht eine Weile, kriege ich hier 4% unten. Das ist also nicht furchtbar hilfreich. Und das geht also nicht. Was ist schiefgelaufen? Ich kann also nicht einfach dieses Buchkapitel hier reinkopieren, sondern ich nehme die Daten, die ich hier auf der linken Seite habe, ne? Also dieses Using the details below, type a citation in the style you require. Also ich muss mir jetzt angucken, und ich mache das oft, indem ich die hier kopiere. Ich muss also jetzt dieses Maris-Kapitel in die Form bringen, die ich für mein Bio Societies Journal haben will. Und guck mir also jetzt hier die Unterschiede an. Also zum Beispiel sieht es so aus, dass ich nach dem Jahr keinen Punkt haben will. So, und dann habe ich hier nach dem in, habe ich dafür einen Doppelpunkt. So, was haben wir noch? Ich habe hier nicht das Ampersand, das Und-Zeichen, sondern ich habe ein ausgeschriebenes and und dann das Editors ist klein geschrieben, kein Komma danach. Die Kursivschrift war, da erinnere ich mich jetzt noch dran, die ist also hier richtig, kann ich also so lassen, aber nicht die Seitenzahlen. Die kommen nämlich in dem Stil, den ich haben will. Nach einem Komma, ganz am Ende. So, noch weg. Nein. Das war also irgendeine, Entschuldigung, das war also leider eine Taste, die ich falsch erwischt habe. Das ist ärgerlich. Das sollten Sie also nochmal machen. Punkt weg. Punkt weg. Doppelpunkt. Philipp macht mich noch darauf aufmerksam, dass hier kein Abstand zwischen den Initialien ist. Das and reingeschrieben. Ein Komma. Und dann war das hier weg. Und dafür dann hier Komma pp Punkt 184 bis 213. So.
Und jetzt muss ich natürlich das, was ich hier hinkopiert habe, muss ich natürlich jetzt alles wegmachen. Okay. Ja, ist allen klar, was ich jetzt ist allen klar, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe also anhand dieser Beispieldaten hier links habe ich das Kapitel von den Author Instruction von diesem Journal genommen und so formatiert. Die In-Text-Beispiel sollte ich auch noch gucken. Das ist, soweit ich das hier erkennen kann, ist hier ein Beispiel, Grammar, Komma 1984. Das ist also schon richtig. So, und jetzt kann ich einfach hier auf Search klicken. Und dann bietet ihr mir hier eine Liste von Stilen an, wie nah die an dem Stil, den ich haben will, schon dran ist. Und das sieht man also, 97%, das ist also ziemlich vielversprechend. Da stimmt eine ganze Menge schon mal. Das sieht hier zum Beispiel so aus, dass das Einzige, was ich in dem Fall noch machen müsste, wäre, die Klammern um das Datum zu setzen. Das Einzige, was ich hier machen würde, wäre ein bisschen was mit den Autoren ändern und die Anführungszeichen wegmachen. Das ist also irgendwie ziemlich vielversprechend. Und das spart mir natürlich, wenn man sich vorstellen kann, eine ganze Menge Zeit. Das geht also tatsächlich, das war Mattis Frage, das geht also tatsächlich anhand dieser Beispiel. Daten. Das heißt, ich muss also diese gewisse Menge Arbeit, aber das geht jetzt irgendwie, wenn ich einen Vorführeffekt habe, waren das 3 Minuten oder so, die ich ja noch dran rumgespielt habe, machen. Und dann habe ich also diesen Stil. Und jetzt kann ich mir die verschiedenen Stile angucken. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass dieser Anglia Ruskins Stil hat eine ganze Menge ungewöhnliche Sachen, wie viele von diesen englischen Universitätsstilen drin. Und deswegen würde ich also mir als erstes einen von diesen beiden Zeitschriftenstilen angucken und gucken, welcher da passt. Und da kann ich also jetzt zum Beispiel auf View Style klicken. Und dann zeigt er mir den Stil an. Also er ist von jemandem extrem kompetenten geschrieben. Das ist natürlich immer sehr wichtig. Was aber natürlich, wonach ich wirklich gucke, ist, passt der Rest hier schon mal ungefähr. Ne? Und so als Tipp, ihr habt ja vielleicht vorhin gesehen, eine der Sachen, die so ein bisschen ungemütlich ist, sind Sachen im Stil hin und her zu schieben. Insbesondere, und das ist also das, wonach ich immer gucke. Also irgendwelche Affixe oder so zu ändern, das geht immer sehr schnell. Aber wenn die Reihenfolge der Sachen im Stil unterschiedlich ist, das ist immer besonders ärgerlich. So, und das andere, wonach ich jetzt gucken würde, ist, guckt der, sehen die Journal-Articles halbwegs gut aus und sehen die Bücher halbwegs in Ordnung aus. So, Bücher sehen, glaube ich, schon genau richtig aus. Und die Journal-Artikel müsste ich hier mal gucken. Ist also auch ein ziemliches Standardformat, aber das sieht wahrscheinlich etwas anders aus als das, was ich letztlich brauche. Artikel in Journal, ja, da sieht man hier ein paar Unterschiede, sind also ein paar Kommas weniger. Und dafür ein Doppelpunkt. Aber ist alles schon mal sehr nah dran an dem, was ich will. Und dann kann ich also einfach damit anfangen, den Stil editieren. Das Erste, was ich machen würde, wäre dann halt den Biosocieties. Den neuen Namen reinzuschreiben, so dass er, wenn ich den dann nachher abspeichere, entsprechend erscheint. Ja, und dann würde ich jetzt anfangen, den entsprechend zu modifizieren. Und würde also zum Beispiel hiermit anfangen. Ich will also keine Anführungszeichen. Anführungszeichen sind werden nicht in den Affixen im Übrigen gesetzt, sondern die werden mit diesem Anführungszeichen-Symbol gesetzt.
was unter anderem den Vorteil hat, dass er verschiedene Anführungszeichen jeweils sprachangepasst machen kann. Also deutsche Anführungszeichen werden automatisch richtig gesetzt, zum Beispiel. Und das sind diese einfachen englischen Anführungszeichen. Gut, das sieht also schon mal gut aus. Und jetzt haben wir hier dazwischen, haben wir, und da muss man halt jetzt ein bisschen gucken, wo ist das Komma? Hier ist kein Komma, aber ich sehe hier eine Gruppe. Ja. So. Okay. Und jetzt sehe ich hier für die Seitenzahlen, das ist das hier also mit dem Präfix mit dem Komma gesetzt. Dann wollte ich hier das, kann ich hier also das, den Doppelpunkt stattdessen setzen. Was haben wir noch für Sachen? Ich glaube, ich kriege die jetzt nicht, ich erinnere mich jetzt sicher nicht an alle, aber eine Sache, an die ich mich erinnere, war, dass wir also bei diesen, bei den Autoren hatten wir die Initialien, ne? Wenn ich hier sehe, die Initialien sind hier auseinandergeschrieben, aber wir hatten uns vorher haben wir gesehen, dass die ohne Zwischenraum gemacht werden. Das nächste, wonach ich gucken muss, ist das in hier. Der in, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir das sehen, ist das ein Term? Und das ist auf Deutsch wäre das genau das gleiche in. Was wir hier jetzt geändert haben wollten, wäre zum ersten, dass das groß geschrieben wird. Das Großschreiben wäre also der Text Case. Und da könnte ich jetzt verschiedene Sachen machen, aber ich will den ersten Buchstaben groß haben. So. Dann genau, und dann will ich, das wäre jetzt was, wo ich zum Beispiel das mich ganz wohlfühle mit dem Suffix, weil wenn ich das in habe, habe ich auf jeden Fall auch irgendwas danach. Und das heißt also, dieser Doppelpunkt da ist also in Ordnung. Und jetzt sind wir unserem Stil schon eine ganze Ecke näher und dann irgendwie, was schwierig ist, sind dann oft irgendwie. Müsste ich also dieses Komma rausfinden. Wo ist jetzt das Komma? Ne? Und das ist in dem Fall also so einfach. Das ist einfach als Suffix da reingeschrieben, sieht so aus. Ja, und jetzt ist es also weg. Und jetzt müsste ich mir noch genauer angucken, wie will ich das nicht haben. Muss also gucken, hier ist. Das sieht so aus, als ob da immer ein Punkt dahinter ist. Das ist also recht leicht zu machen. So. Soweit ich das sehe, sind wir jetzt schon weitestgehend fertig. Und das ging natürlich jetzt irgendwie super schnell im Vergleich dazu. Wie lange ich dafür brauche, wenn ich da von Anfang an anfange. Und jetzt so Sachen, die ich noch gucken würde, wäre die et al. Bedingung, ne? Wann verwende ich et al? Was wäre noch typisch? Ja, was oft unterschiedlich ist, sind die Groß- und Kleinschreibung. Also in dem Fall war das richtig, aber oft ist es zum Beispiel so, dass Zeitschriften alle Titelwörter groß geschrieben haben wollten, weil das wäre noch eine Sache. Und so Sachen würde ich dann gucken. Und wenn ich aber damit fertig bin, könnte ich den Stil abspeichern. Und jetzt sehe ich, der hat also den Styler Desethink hat er zu diesem Biosociety umgewandelt. Und wenn ich ihn jetzt abspeichere, sehe ich auch hier, ich weiß nicht. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil das auf meinem anderen Bildschirm ist. So. Seht ihr auch hier, dass der Dateiname auch dem Namen, von dem ich da eingegeben habe, entspricht. Das kann ich dann abspeichern und entsprechend in Zotero
dann importieren. Ja, und genau wie ich vorhin sagte, egal was ihr hier macht, das ist komplett risikofrei. Es ist eben so, dass ihr den Stil erstmal nur in dem örtlichen Memory von dem Visual Editor verändert. Und das könnte ja, wie ich gesehen habe, das muss man eher übervorsichtig sein, weil sobald ich irgendwie einen anderen Stil mir angucke, gehen alle meine Änderungen verloren. Also die Sorge ist mehr, dass man rechtzeitig seine, dass man rechtzeitig seine Veränderungen überschreibt, als dass, dass man rechtzeitig seine Veränderungen abspeichert, als dass man was kaputt macht. Wie gesagt, das ist de facto unmöglich. Oder es ist einfach unmöglich, Punkt, dass ihr damit irgendwas kaputt macht, was nicht ganz leicht wieder rückgängig zu machen ist. Ich habe da jetzt gar nicht drüber geredet. Ich will kurz sagen, was es mit diesen Makros auf sich hat, weil ihr die öfter sieht. Was also ein Makro in Programmiersprachen generell ist, ist also so eine Art Vereinfachung. Also wenn ich eine Sache an verschiedenen Stellen, wenn ich Code also an verschiedenen Stellen verwende oder einfach wenn ich es ordentlicher haben will, dann kann ich ihn einmal definieren. Also ich kann zum Beispiel einmal sagen, ich will Autoren so formatiert haben und statt dann jedes Mal wieder durch eine ganze mit den Names und Name und Label und Substitute und so da durchzugehen, schreibe ich dann das nächste Mal einfach nur rufe dieses Makro auf oder in CSS-Sprache eben Textmakro. Und das ist tatsächlich was, was man im Code sich besser angucken kann. Deswegen zeige ich das ganz kurz mal im Code hier. Und das sieht also so aus, dass ich hier oben als erstes die ganzen Makros definiert habe. Und das ist also, den Code müsst ihr jetzt nicht unbedingt verstehen. Der ist, das sind alles Sachen, die wir im Editor auch machen. Und dann muss ich aber hier unten in meinem Zitierteil schreibe ich dann nur die Text-Autor hin und bin letztlich schon fertig. Das macht das also das Ganze sowohl einfacher als auch ordentlicher. Und eine der schönen Sachen ist, dass man, wir machen das nicht so viel, aber diese Makros selber kann man, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, auch Unterstielen hin und her kopieren. Also es gibt zum Beispiel in vielen Stilen ist die Editionsangaben für Bücher genau gleich. Und das kann man also einfach aus dem einen Stil nehmen und dann in den anderen Stil reinkopieren und dann muss man nur noch Textmakro schreiben und dann ist man. Das hat es also mit diesen Makros auf sich. Und wenn man so arbeitet, wie wir das mit dem Visual Editor jetzt gemacht haben, dann verändert man die Makros automatisch. Also der Visual Editor erkennt irgendwie der Code, der zu dem Bestandteil des Zitats, auf das ich geklickt habe, dazugehört, ist also in einem Makro drin und verändert das entsprechend. Eine Sache, wo man drauf aufpassen muss, und da warnt er auch, viele von euch haben das vielleicht gesehen, da war so ein gelbes Fenster oben, dass das Makro natürlich dann überall, wo es aufgerufen wird. Und das geht wieder zurück zu der Frage, die ganz am Anfang kam. Überall, wo es aufgerufen wird, verändert wird. Und je nachdem ist das natürlich entweder sehr gut, weil ich also genau die Arbeit nur einmal machen muss. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass das, was man verändert, tatsächlich auch überall verändert werden soll. Die Makros kann man sich sowohl also hier dann, indem man hier klickt, aber man kann sich dann eben auch individuell die Makros hier an der linken Seite nochmal angucken und gucken, wo die jeweils aufgerufen werden. Wenn ich hier rüberklicke, sieht man, die entsprechenden Sachen werden dann blau umrandet. Gut, wir haben noch 10 Minuten. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die ich kurz erzählen könnte, die sind aber alle nicht essentiell. Also ich würde jetzt erstmal noch Pause machen und gucken, dass wir alle Fragen jetzt auch gerne zu CSL allgemeine grundsätzliche Fragen geklärt kriegen. Und wenn da noch Zeit ist, erzähle ich noch ein bisschen mehr zu anderen Sachen, also wie man die Studie zum Beispiel dann in global verfügbar macht. Aber
Wird der Editor noch weiter programmiert? Jein. Also wir haben den gerade in der von den Citation Style Language Produkt Projekt haben wir den übernommen und Philipp und ich haben den also übers Wochenende aktualisiert und ein paar kleine Reparaturen dran vorgenommen. Aber wirkliche Veränderungen sind zumindest aktuell nicht geplant. Wobei, wenn irgendwie genug Geld reinkommt oder wenn sich jemand findet, geht das natürlich immer. Und es ist natürlich, es ist Open Source. Der ist also in dem, für die, die es interessiert, in dem GitHub-Depot für die Citation Style Language ist der Code sowohl für den Editor, also die Library, die der Editor ist, als auch für genau diese Seite vorhanden. Und da kann also jeder, der Interesse hat, sich daran beteiligen. Oder wer ein Grant dafür haben will. Sieht so aus, als ob Leute Fragen stellen würden. Wir können das, Leute mit Mikro, können wir das auch mit Handzeichen machen. Das ist da oben rechts. Okay, zwei Fragen. Also Unterschiede zwischen Mendeley und Zotero. Ja, das ist eine interessante Frage. Und ich habe hier auf der Linkliste, das wollte ich vorher eigentlich erwähnt haben, das, was ich Field Maps nenne, also einmal für Zotero und einmal für Mendeley, das ist die Zuordnung zwischen den sowohl den Item Types als auch den Variablen zu den entsprechenden Types in Mendeley und den entsprechenden Types in Zotero. Für andere Referenz, für andere Literaturverwaltungen weiß ich, ob es das ob und wo es das gibt. Aber ja, für die beiden sind das die. Und wenn ihr euch das genauer anguckt, ist das, was ihr sehen werdet, ist das, was für die Standard Item Types ist das also kein Problem. So, unsere Bücher, Kapitel, Journals und so sieht das ganz genauso aus. Und das heißt also so im die grundsätzlichen Sachen sind also überhaupt kein Problem und da kann ich also, und das wird ja auch aktuell werden, alle Zitierstile in genau der gleichen Form von Mendeley und Zotero verwendet und ohne größere Probleme. Bei ungewöhnlicheren Typen gibt es da öfter mal kleine Unterschiede, dass also vom gewisse Variablen nicht genau gleich werden oder dass gewisse Item Types überhaupt nicht zur Verfügung stehen, zum Beispiel in Mendeley sieht es etwas dunkel aus mit den juristischen Item Types, sowohl was die Typen als auch was Felder zur Verfügung stehen angeht. Und so Sachen. Also ja, kleine Unterschiede kann es geben, aber nein, für so meine normale Zitate von Sekundärliteratur tritt das nicht als Problem. Und Lutzes Frage, wie kann ich in den Titeln zwischen Kursiv, Fett etc. unterscheiden? Im Editor selber jetzt oder bei dem Search by Example? In dem Search by Example, wenn ich da bin, kann ich also hier Sachen auswählen und die Formatierung dann, wenn sie ausgewählt sind, entsprechend ändern. Ich weiß nicht, ob das gemeint war oder ob es um den Visual Editor geht. Und dann verstehe ich die Frage leider nicht ganz. Ach so, Unterbestandteile und Variablen.
Variablen kann man nicht einzeln ansteuern. Also, ach so, jein, sorry. Das ist also, wenn ich zum Beispiel jetzt eine, wenn man, na, die Frage ist jetzt zum Beispiel, ich habe ein Buch, ein Werk, das in einem Titel zitiert wird. Ich habe also zum Beispiel einen Aufsatz über Homers Iliad. Und dann würde man ja oft Iliad in Kursivschrift drucken. Ist das die Frage, die Lutz gerade stellt? Ja. Und das ist also was, was ich jetzt hier in den Editor überhaupt nicht vorführen kann. Der Editor selber kann das gar nicht. In Zotero und ich glaube auch in Mendeley, weil das auf der gleichen Software unter der Haube funktioniert, kann man das mit Hilfe von HTML-Kürzeln machen. Also ich kann das in Zotero gerade mal vorführen, hoffe ich zumindest. So, das ist jetzt die Zotero-Test-Pane. Und so, ich suche mir jetzt einfach irgendwas hier aus, ne? Also so sieht jetzt dieses Zitat hier aus. Und was ich machen kann in Zotero, ist HTML-Kürzel verwenden. Also zum Beispiel, um was kursiv zu drücken, kann ich einfach ein Anfangs- und ein Endkürzel für diese Italics da setzen. Wenn ich jetzt auf Refresh drücke, sieht das so aus. Und ich denke, ich bin mir relativ sicher, dass das gleiche Eingabe in Mendeley auch funktionieren würde, weil der Prozessor, der die Sachen erstellt, der gleiche ist und der kann das eben lesen. Gut. Noch Zeit für eine Frage? Und wandelt die übrigens, der Prozessor wandelt die auch entsprechend um. Also wenn ich zum Beispiel in Italics in einem Titel habe, der dann von dem Zitierstil als kursiv formatiert wird, wandelt ihr das wieder rum. Und ja, das ist natürlich ein Eingriff in die Daten selber, aber ich würde jetzt argumentieren, dass das normalerweise auch gewünscht ist, dass also dass also ein Species oder also eine Tierart oder ein Primärwerk oder so kursiv gedruckt wird, das ist eine relativ allgemeine Konvention. Könnte man jetzt natürlich sagen, dass man das noch eins grundsätzlicher regeln müsste, aber dann wird man halt kommt man sehr komplizierte Territorien, wo man halt dann im Titel irgendwie definieren muss, das ist jetzt eine Tierart, das ist jetzt ein Primärwerk und das ließe sich nicht mehr machen. Und für 99% aller Fälle funktioniert diese relativ einfache Methode. Was geplant ist, ist in Zotero zumindest, ist, dass die Eingabe schöner gestaltet wird. Dass man also jetzt nicht irgendwie manuell diese HTML-Tags macht, sondern dass die kurzfristig per Keyboard-Shortcut gemacht werden und langfristig dann mit einem schöneren Interface, das dann auch widerspiegelt und das dann auch sofort in Zotero das entsprechend anzeigt. In Zotero sieht man halt diese hässlichen HTML-Tags. So, das waren meine 90 Minuten. Wer was Kannst du fährt? vielleicht noch Ja. paar Informationen geben? Wo findet man jetzt noch mehr Hilfe, wenn man möchte? Und wie kann man da vielleicht auch Fragen weiterhin stellen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also Hilfe, die komplette Dokumentation von CSL sind diese CSL Specifications. Die sind relativ lesbar geschrieben, schon technische Dokumentation. Also das ist gerade am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, aber
sehr hilfreich, weil das tatsächlich alles ist, was CSL kann. Ich habe für einige Best Practices, habe ich einen Blogpost hier, den einige interessant finden. Und dann, wenn man was Gutes hingekriegt hat, sind hier die Anleitungen, wie kriege ich einen Stil, den ich jetzt zum Beispiel für dieses Biosocieties Journal gemacht habe, wie kriege ich den zurück, wie kriege ich den so, dass alle Leute damit umgehen können. Und dann, wie kriege ich Hilfe? Das ist traditionsgemäß, bieten wir Hilfe vor allem über das Zotero-Forum an. Das ist einfach geschichtlich bedingt, weil Zotero eben das erste Produkt war. Und das ist auch okay, wenn ihr selber kein Zotero verwendet. Aber die Bitte ist dann, dazu zu sagen, mit welchem Produkt ihr arbeitet, weil einige Sachen dann so Kleinigkeiten sind dann eben doch anders oder wenn was nicht richtig funktioniert, dann wollen wir natürlich irgendwie nicht da lange drum rumrätseln, warum es nicht funktioniert, sondern ja, ihr werdet nicht schlechter behandelt, wenn ihr sagt, dass der Stil für Mendeley oder Papers oder so ist. Aber eben im Zotero-Forum ist die Haupthilfe und da werdet ihr sowohl mich als auch Philipp regelmäßig auch wieder antreffen. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen Dienstagabend. Vielen Dank auch, Sebastian, und allen Kolleginnen und Kollegen einen schönen Feierabend. Bei dir geht es wahrscheinlich noch ein bisschen länger, aber vielen Dank nochmal für das sehr schöne Webinar mit vielen Informationen hier. Okay. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.